Der Schweizer Markt ist noch für sich allein, ohne Amazon, also im weitestgehend, und muss sich eben unbedingt fit machen für den möglichen Eintritt von Amazon oder anderen Marktplätzen. Und da haben wir, glaube ich, heute sehr gute und spannende Impulse bekommen, wie kann ich mich als Online-Shop-Betreiber differenzieren und somit auch dann für die Zukunft qualifizieren. Ich finde, die Schweiz ist ein sehr, sehr spannender Markt und ich fand auch, dass die Mischung des Publikums war wieder mal ganz eindeutig eine andere, als wir sie in Deutschland haben. Also für jeden, der mal schauen möchte, wie top aufgestellte stationäre Händler einfach ihr E-Commerce-Geschäft organisieren, der ist eigentlich gut bedient, wenn man sich mal die Schweiz anschaut. Wir sind jetzt natürlich in Deutschland, die Wichtigkeit von Marktplätzen, wie zum Beispiel Amazon, ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis das Thema auch in der Schweiz relevanter wird für uns Händler. Und das ist mal interessant zu hören, jetzt Vorschlag für heute, was es für Chancen gibt für uns als Händler, uns da zu positionieren, um mit dem Umfeld der Zukunft umzugehen zu können. Besonders gut hat mir gefallen die Kontakte, sehr interessante Leute, mit denen zu sprechen, Erfahrungen auszutauschen. Gute Sache. Das Handelskram-Frühstück ist einfach sensationell für alle Beteiligten, insbesondere für die Hersteller und Händler, die bei uns sind und eine ganze Menge Neues zum Thema E-Commerce lernen können und inspiriert werden und sich natürlich durch die offene Diskussionskultur auch gegenseitig inspirieren. Handelskram-Frühstück ist definitiv ein Besuch wert.